Gestern gab es 2 Medaillen bis 100 Kilogramm. Als Trainer freut man sich über 2 solche Top-Athleten. Auf der anderen Seite kann man nur einen für Rio nominieren. Wie schwierig ist das? In erster Linie freut es mich natürlich, dass wir 2 so Top-Athleten haben. Auf der anderen Seite ist es mein Job, immer zu entscheiden. Und ich glaube, wir werden letztendlich den Richtigen finden, der uns wirklich würdig in Rio vertritt. Kommen wir zu 81 Kilogramm Gewichtsklasse. 2 starke Athleten haben super Kämpfe gemacht, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und am Ende wurden sie nicht belohnt mit einer Medaille. Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Ich denke, sie waren beide topfit. Es war denkbar knapp bei beiden. Und man darf nicht ganz vergessen, dass die sich wirklich auf höchstem Weltniveau bewegt haben. Und dort sind die Entscheidungen in der Regel knapp. Und leider hat es uns betroffen. So konnte Sven den 7. Platz belegen, seine beste Platzierung bei einer WM bis dato. Und wie gesagt, der Alexander hat 3 Kämpfe gemacht, hervorragend gekämpft und ist lediglich auch knapp gescheitert, jeweils aus meiner Sicht durch eine umstrittene Entscheidung. Betrachten wir mal die gesamte Mannschaft. Das Ziel war eine Medaille, 2 sind raus geworden. Glücklich oder ist noch Luft nach oben? Also da ist mein Herz und meine Gedanken sind da wirklich zerrissen. In erster Instanz freue ich mich natürlich riesig, ja, über das Mannschaftsergebnis. Wenn man bedenkt, 4 siebte Plätze, 1 5. Platz, 1 Bronze und eine Silbermedaille. Da kann man schon sehr, sehr zufrieden sein, denke ich, bei einer WM. Auf der anderen Seite bin ich traurig über die verpassten Möglichkeiten, ja, weil wir hätten schon noch in der einen oder anderen Gewichtsklasse um eine Medaille mitkämpfen können, was Sie selber schon angesprochen haben. Und auf der anderen Seite haben wir den Titel verpasst. Ja, und von der Seite her gibt es sicherlich noch Reserven. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Luft bis Olympia. Und genau diese Reserven wollen wir jetzt angreifen, gemeinsam mit meinem Trainerteam. Und ich bin guter Dinge, dass wir das formulierte Ziel, nämlich 3 Medaillen bei Olympia zu holen, ähnlich wie letztens in London, erreichen werden.